Oha. Biervorräte gehen zur Neige. Das ist unschön. Schnaps. Bring mich nicht auf Ideen. Also, ich habe, glaube ich, nur Tequila und braunen Rum gerade da. Weiß ich nicht. Also, ja, klar, also Ideen gibt's. Die könnte man umsetzen, aber. Nee. Nee. Wobei so ein Gläschen. Aber erstmal ist ja noch ein halbes Glas ist ja noch da. Und dann kann man ja immer noch weiter gucken. Bei so einem guten Longdrink hatte ich auch schon lange nicht mehr. Ja, möglich. Möglich. Dann kommt der ästhetische Sinn durch. Was wollte ich? Achso, ich wollte Mutagene. Das heißt, wir brauchen. Also so viele Algen braucht man dann doch nicht. Wir brauchen eigentlich nur 3 Algen. Genau, 3 Algen. Wasser brauchen wir 3-mal. 3-mal Wasser. Was brauchten wir denn noch für die Mutagene? Methankartuschen. Und irgendwas brauchten wir noch. Ach, Schwefel. Ja, gut. Schabefel. Ach so. Einmal das. Und einmal das. Und Dünger. Ist eigentlich auch total Banane, oder? Für einen Inkubator einen Dünger zu benutzen, um wiederum die Pflanze, die Tierwelt anzuregen, zu wachsen. Also sehe ich irgendwie noch nicht so ganz, also fühle ich irgendwie nicht. Achso, den Dünger müsste man vielleicht auch herstellen. Das wäre eine Idee, wa? Und ich glaube, ich weiß jetzt, was ich als nächstes baue, weil so langsam geht es mir hier so echt ein bisschen tierisch auf die Eier. Ständig hin und her zu dackeln, die einzelnen Ressourcen einzusammeln, um dann, Moment, ungewöhnliche Larve? Ungewöhnliche Larve, ja. Und um dann halt wiederum mich an einen Automaten zu stellen und dann das ganze Zeug zusammenzubauen. Was da an Lebenszeit drauf geht, ist ja schon echt krass. Das heißt, ich denke, was ich jetzt als nächstes machen werde, ist, deswegen habe ich nämlich hier hinten auch noch einen zweiten großen Raum gebaut. Ich werde hier eine neue Schrankanlage hinstellen, wo ich dann die ganzen biomechanischen Ressourcen einsammle oder lagere, besser gesagt. Genau, das werde ich machen. Und dann kommen hier mindestens 1 oder 2 Autobauer rein, über die ich dann die ganzen Ressourcen quasi ja, mehr oder weniger zusammenbaue. Genau, das werden wir tun. 2-mal Osmium haben wir. Und Superlegierungsstab haben wir nicht. Macht aber nichts.
2, 4, 9. Das heißt, wir brauchen in dem Fall nochmal mindestens genau denselben Schwung. Nein, stopp. Du sollst nicht Iridiumstäbe, du sollst Superlegierung herstellen. So. Und eigentlich. Ja, genau. Der zieht auch seine Materialien aus den Herstellern. Ich weiß. Deswegen ist mein Gedanke, also ich muss gucken, wie ich es jetzt am sinnvollsten mache. Ich meine, wir haben halt hier die ganzen Nahrungszüchter-Drohnen, will ich sie mal nennen, oder Nahrungszüchter generell. Idee wäre natürlich, dass man viel, aber dadurch, also das Problem ist, du kannst halt nicht genug vorhalten. Wenn du zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, 10-mal Dünger machen musst, dann brauchst du ja mindestens 20 Auberginen und so viele Nahrungszüchter kannst du ja gar nicht hier reinstellen, in die Reichweite von dem Autobauer, weil der hat ja nur 20 Meter Reichweite. Das heißt, der reicht, glaube ich, gerade so für diesen Raum aus. Können wir jetzt nicht austesten, weil ich die Materialien nicht dabei habe. Aber können wir gleich mal gegentesten. Also das wird so, denke ich, nicht klappen. Da habe ich schon drüber nachgedacht, so ein bisschen. Also Amü, ja. Und ich denke, dass das nicht funktionieren wird. Leider. Da hast du recht. Aber eigentlich will ich den Autobauer jetzt erstmal eher dafür benutzen, dass er einfach nur auf Befehl anfängt zu bauen. Also so, wie ich es jetzt hier drüben auch gemacht habe. Bei der Superlegierung. Ich habe ihm jetzt gesagt, baue jetzt bitte Superlegierung. Das heißt, er hat jetzt 8-mal Superlegierung gebaut und jetzt schalte ich ihn aus. Ziehe ihn raus und habe jetzt meine 8 Superlegierung zusätzlich zu dem, was ich hier noch drinne habe. Und jetzt könnte ich Folgendes tun, die Superlegierung hier reinlegen und jetzt könnte ich ihm eigentlich sagen, jetzt baue mir bitte Superlegierungsstab. Mein Problem: Er räumt mir jetzt alle Schränke leer, auf der Suche nach Superlegierung und Aluminium und zieht alles leer, was irgendwie geht, bis er nicht mehr kann. Und das würde ich gerne vermeiden wollen. Das heißt, so ein bisschen Kontrolle über die ganze Nummer hätte ich schon gerne noch. Ja? Und gerade wenn es jetzt dann so in Richtung Superlegierung als Beispiel geht, naja, da ist ja dann doch 2, 4, 6, 7... 8, 2, 4, 6, 8, stopp, dahin müssen wir. Richtig, 2, 7, 8, 2, 4, 6, 8, gut, passt. Und Aluminium brauchen wir. Ja, klar. Klar, also die T3-Extraktoren, wenn du die erstmal hast, kannst du, denke ich, den Autobauer, wie gesagt, viel effektiver einsetzen. Weil dann setzt du ihn halt einfach in den Pulk von T3-Extraktoren rein. Als Beispiel, er soll Superlegierung schaffen und im besten Fall vielleicht zusätzlich, das kannst du ja dann durch die Reichweite irgendwie steuern, dass du halt die T3-Extraktoren so weit nach unten setzt, dass sie gerade so im Einplusbereich vom ersten Autobauer drin sind. Und der produziert Superlegierung. Und dann setzt du einen zusätzlichen T3-Extraktor, der nur Alu herstellt. Und dann sagst du dem anderen Autobauer, den du ein Stückchen weiter nach oben setzt, der dann gerade so in dem Einflussbereich von dem anderen, von dem ersten Autobauer ist, er soll sich quasi nur auf Superlegierungsstäbe konzentrieren. Dann zieht er sich nur die Superlegierung aus diesem einen Autobauer raus, zusätzlich das Alu, was er braucht, und stellt Superlegierungsstäbe her, bis er voll ist. Das ist so gedanklich der, ne? Aber da kannst du ja noch viel, viel krasser rumspinnen. Du könntest ja hier zum Beispiel, könntest du ja Bakterienproben herstellen lassen, dann von dem anderen Dünger herstellen lassen und dann als letztes zum Beispiel Mutagen herstellen lassen. Ja? Aber also ich mach mal uns nichts vor, du bist halt im Late Game, ne?
Du bist wahrscheinlich irgendwo bei 80, 100, 200.000 GTI, vielleicht sogar mehr. Und da interessiert es eigentlich nicht mehr so ganz. Du musst höher sogar noch sein. Du musst wesentlich höher sein als 200 GTI. Da ist es am Ende dann auch eigentlich fast schon egal, wie viele Superlegierungsstäbe man hat. Ja, weil die verpulverste eh. Weißt du, wie ich meine? Ja, bei mir ist es ja so, dass ich tatsächlich aktuell zumindest noch so ein Stück weit drauf achten muss, wie setze ich die Ressourcen eigentlich ein? Und dann macht mir so ein Autobauer im schlimmsten Fall das komplette Game, zerschießt es mir das komplette Game. Weil ich halt einfach dann in dem Fall mir die Ressourcen leerräume und dann erstmal darauf warten muss, bis die Ressourcen wieder da sind. Und deswegen noch ein bisschen kontrollierter. Aber das Potenzial vom Autobauer ist enorm. Ja gut, 700 GTI. 12,5. Das heißt, ich habe noch nicht mal... Hoppala, schön den Käse durch den Raum werfen. Ich habe noch nicht mal 10% davon. Nicht mal 5. Dauert noch einen Moment. Osmiumstäbe, was wollte ich jetzt bauen? Autobauer wollte ich bauen. Richtig. Ja. So, dann können wir jetzt nämlich auch mal gucken, wie die Reichweite... Oh, die ist ja doch ganz schön riesig. Guck sich das mal einer an, wenn ich die hier mitten in den Raum reinsetze. Das muss ich mir draußen, glaube ich, nochmal angucken. Warum hat der zwei Ringe? Der hat sogar drei. Kannst du dir das erklären? Avesta? Hast du es rausgefunden, warum der Autobauer drei Ringe hat? Also er hat einen inneren, einen mittleren und einen äußeren Ring. Und ich sehe sogar noch einen vierten Ring. Ja, schau dir das mal an. Warum ist es so? Also ich kann es mir nur so erklären, dass das... Oder ist es einfach die Reichweite, die er hat? Der äußere Ring ist quasi der... Die Reichweite brauche ich nicht schätzen. Die Reichweite steht auf dem Autobauer mit drin. Ich glaube, innerhalb von 20 Metern oder so. Ich setze mal einfach hier einen hin. Also Ziel ist es ja, zwei Autobauer Minimum zu haben, die in der Mitte sind vom Raum. Machen wir mal erstmal so. Und so. Und dann stehen die halbwegs linear. Ja, das passt. Gucke mal hier. Umfang 20 Meter. Also sprich, er greift in 20 Metern auf alles zu, was er findet. Also hier zum Beispiel, er kann... Ja gut,
Das ist eine gute Frage. Was sind 20 Meter? Da hast du recht. Aber da würde ich jetzt einfach tippen, dass das halt die einzelnen Ringe sind. Also der eine Ring ging ja schon bis rein hier rein. So. Und es würde auch ganz gut hinkommen, weil hier unten drunter haben wir nämlich schon einen Eigengenerator. Und guck mal, was hier steht. Deswegen war ich gerade so irritiert. Er kann sich nämlich die Algen selbst auch direkt von dem Eigengenerator ziehen. Was krass ist. Das heißt, ich stelle ihm einfach die Endproduktion hin und er zieht sich direkt. Also, es ist ja nicht so, dass ich an den Eigengenerator rangehe und dort die Algen rausziehe, sondern ich muss sie ja einzeln abernten. Und das macht der Autobauer dann für mich selbst. Ist doch geil. So, dann bauen wir jetzt hier Schränke. Das heißt, ich scheiße mir jetzt das ganze Inventar voll mit Eisen und dann ab geht's und Feuer frei. Ja. Okay. Ja, ist vielleicht noch ein bisschen buggy. Ich meine, Early Access, ne? Aber gut, dann lege ich die Algen halt einfach in den Schrank rein. Und dann sollte er sie ja spätestens aus dem Schrank rausziehen. Zumindest würde ich jetzt das mal so vermunkeln. So, dann Schränke bauen. Ja, ich sehe schon, wir ticken da relativ gleich. Anders würde ich es jetzt hier tatsächlich auch nicht machen, nur dass ich dann die Dinge halt vielleicht in die Schränke reinpacken würde. Wobei das Wasser kann er sich, glaube ich, auch von draußen zerren, weil da ist Nahrungszüchter, Autobauer, was auch immer dieses. Achso, das ist ein Pfeil nach unten. Okay, alles klar. Eigentlich ist hier auch noch ein Wassergenerator unten drunter. Aber da kann er wahrscheinlich gerade nicht drauf zugreifen. Das heißt, ich würde halt hier einfach nochmal ein Trinkwasser-Dingens direkt unten drunter setzen. Dahin. Und vielleicht kann ich Fundamente ins Wasser bauen? Ich glaube nicht, ne? Aber vielleicht reicht's ja schon, wenn ich ihm hier auf die Ecke nochmal einen Gasgenerator hinstelle. Das werde ich gleich mal ausprobieren. Sodass er sich dann eben halt das Methan direkt da rauszieht. Aber so ähnlich war auch der Gedanke. Der Wassergenerator? Nee, ich glaube, das war ein Nahrungserzeuger. Das ist ein Nahrungszüchter T2. Ein Wassergenerator sehe ich hier nirgendwo. Also ich sehe die Schränke, ich sehe die Autobauer selbst, Algen,
Nahrungszüchter Züchter T2 und die Bohnen und die ganzen anderen Dinge, die er halt dort drüben hier noch so mit drin hat. Wenn wir jetzt mal so hingucken. Ja, siehst du das? Er greift ungefähr auf die einzelnen Nahrungszüchter zu, die in diesem grünen Kreis drin sind. Weiter geht er nicht. Ich denke, dass der außerhalb der Reichweite ist, der Wassermittel, der Wasserdingens. Weil, Baumsamenverteiler T2, das ist schön. Weil der Wassergenerator ist ja da unten und der Autobauer steht dort. Das heißt, er kann gerade so noch hier unten die Algen unten unter ihm drunter abkrabbeln, aber er kann nicht mehr auf den Wassergenerator zugreifen. Und da würde ich jetzt ganz klar sagen, ich baue ihm einfach unten drunter nochmal einen Wasserfilter und ich versuche dort auf die Ecke, in der Hoffnung, dass er den Auto, dass er den Gashersteller findet, ihm dort auf die Ecke noch den Gashersteller zu setzen. 21,5 Meter. Wobei, ich muss ja nicht mal was Neues bauen. Ich kann die auch einfach einmal demontieren und unten drunter setzen. Da muss ich jetzt hier nicht anfangen, irgendwas zu farmen. Ich mache die einfach leer. So. So, hier in dem Raum stehen die beiden Autobauer. Und zwar genau in der Mitte. Das heißt, Seewassersammler. Moment, jetzt muss ich gerade überlegen. In welchem Raum habe ich denn jetzt gerade den Autobauer drin? Das ist eine gute Frage, ne? Hier, also genau und unter der Mitte. Der ist unten drunter zweigeteilt. So, das heißt, der Autobauer steht ziemlich genau hier. Hier in der Ecke drinne. So, das heißt, ich werde ihm jetzt einfach hier den Wassergenerator hinsetzen. So. Den machen wir nochmal leer. So. Und dann setze ich jetzt hier Gasextraktor genau auf die Ecke den Gasextraktor drauf. In der Hoffnung, dass er das noch schafft. Und wenn er es nicht schafft, dann setze ich genau hier in die Ecke noch einen zweiten Autobauer, der sich dann eben halt, und so. Ja, siehst du, jetzt funktioniert's. Gasextraktor und Seewassersammler. Das heißt, er kann sich jetzt auch das Wasser und das Gas eigenhändig aus der ganzen Nummer rausziehen. Ja, wie geil. So. Dann muss ich jetzt gerade überlegen, wie machen wir es am sinnvollsten? Ich würde es natürlich gerne ein bisschen aufgeschlüsselt haben. Ich würde sagen, ganz hinten machen wir die Methankartuschen und die Baumrinde, weil das sind relativ seltene Materialien. Hier kommt dann Schwefel rein. So. Und hier werden wir, glaube ich, das Wasser reinstapeln. Zack.
Einfach nur, damit er nochmal Wasser hat. Ein bisschen was werden wir für uns auch noch aufheben. Sagen wir 8 Flaschen. Das sollte einfach erstmal ausreichen. Und 2 behalten wir im Inventar. Genau. So, und dann haben wir das. Dann kommt jetzt einer mit Auberginen, einer mit Pilzen, einer mit Kürbissen, einer mit Bohnen. Und noch ein Schrank mit Algen, einfach nur der Sicherheit halber, falls er sich mal irgendwie gerade aus dem Algenextraktor das nicht zieht. Dass das funktioniert. So, Auberginen. Pilze. Kürbisse. Die Bohnen können wir eigentlich da lassen, glaube ich. Das macht viel Sinn. Da könnten dann in den Schrank links daneben können, kann Honig rein. Einfach weil dann haben wir hier sozusagen unsere Nahrungsmittelstation, wo wir eben halt Nahrungsmittel lagern können. Ich glaube, es macht viel Sinn. Auberginen. Hier nochmal Aubergine. Zack. Pilze. Kürbisse. So. Es wird sicherlich noch andere Dinge geben, die wir jetzt dann brauchen werden. Deswegen habe ich irgendwas vergessen. Dünger, Schwarzpulver, das sind alles Dinge, die wir sind herstellbar. Naja, besser im Gegenteil, du nervst nicht und du wirst lachen, aber ich habe den T2 Baumstreuer auf dem Schirm. Den will ich jetzt auch bauen. Dafür brauche ich aber A, erstmal Stufe 2 Dünger, das ist der erste Punkt. Und Punkt B ist, dass ich mich jetzt gerade erstmal nur ganz kurz auf den Umbau der Basis konzentriere und danach geht es dann auch weiter und der Baumstreuer ist fest im Plan. Weil ich den sehen will. Ne? Ob ich den jetzt aber direkt an die Basis ranbaue, eher weniger. Der nächste Baumstreuer, den ich jetzt bauen werde, das steht für mich zumindest schon fest, muss ich den immer noch im Wasser platzieren? Nö, muss ich nicht. Ne, ist doch geil. Schön, das ist cool, weil den nächsten Baumschreuer, den ich bauen werde, den würde ich gerne nämlich dann hier hinten hinbauen. Hier auf die Fläche drauf. Ja, wenn jetzt hier nicht gerade duster wie im Bärenarsch wäre. So, genau. Aber erstmal kümmern wir uns noch ganz kurz um den Umbau. Algen. Algen habe ich noch nicht transportiert. Und der war grafisch so anfordernd, dass er deinen Rechner in die Knie gezwungen hat, ja? Na, Porsche weiß ich nicht. Also ist schon, also ein schlechter ist es nicht, sagen wir es mal so. Der hat schon ein bisschen Leistung, ja. Aber die Frage ist ja auch, wo da die Berechnung drin stattfindet, ne? Das ganze Spiel läuft ja, glaube ich, auf Unity und es ist, glaube ich, eher prozessorbasiert als grafikbasiert.
Will ich mich aber ehrlich gesagt jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Kann auch anders sein.